die das beantragen können. Ich denke allerdings, da werden wir in unseren Beratungsstellen eben auch sehr oft jetzt überrannt werden und müssen dann eben für viele Menschen, die eben nicht antrags, ich sag mal, fake ist falsch, aber die sobald sie im Grunde 3 Seiten Formular bekommen und die ausfüllen müssen, dann streiken die und dann kommen die eben zu uns und wir müssen dann die Anträge stellen. Aber ich weiß jetzt schon aus bisherigen Fällen hier in Berlin, dass es leider eben eine sehr lange Bearbeitungszeit stattfindet. Wie wird das denn behoben? Jetzt 16 Uhr. Also, Johannes Rau hat immer einen schönen Witz erzählt, bricht ein Kind auf ein Eis ein und wird gerettet. Und dann sagt die Mutter, ja, schön, dass wir das Kind gerettet haben, aber wo ist die Mütze? Und deswegen würde ich sagen, diese Wundheitsreform, das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist wirklich das Bewegen von Milliarden an Euro hin zu Menschen, die es wirklich verdammt brauchen. Die Hälfte davon Rentnerinnen und Rentner, ganz viele auch in einem eingenutzten Häuschen irgendwo auf dem platten Land, die das nicht mehr halten können, wenn wir denen nicht helfen. Und ganz viele auch, die arbeiten gehen und wenig haben. Und durch dieses Wohngeld jetzt im Durchschnitt 370 Euro im Monat mehr haben. Und zwar nicht 3 Leute, nicht 30.000, sondern es sind jetzt 2 Millionen Haushalte. Vorher waren es 600.000. 2 Millionen Haushalte mit 4,5 Millionen. So. Und dann haben die natürlich recht, dieser Wohngeldantrag ist ganz scheußlich lang und die Bearbeitungszeiten müssen schneller werden. Aber was man auch wissen muss, wenn man im Januar Wohngeld beantragt und es braucht bis Februar oder März, um es zu bewilligen, kriegt man rückwirkend ab Januar das Geld. Und wir haben jetzt einige Sachen machen können, um das jetzt den Behörden einfacher zu machen, zum Beispiel, dass es nicht mehr 1 Jahr bewilligt wird, sondern 2 Jahre bewilligt werden kann, dass viele andere Sachen einfacher sind und man muss auch mal die Berliner Verwaltung loben. Berlin hat sich seit Monaten darauf vorbereitet, dass es diese Reform gibt. Ich war in Pankow der Wohngeldstelle, die haben schon im Dezember vom Senat Personal zugewiesen bekommen, um genau das zu machen. Und es ist in den Bezirken auch äußerst unterschiedlich, die Bearbeitungszeiten von wenigen Wochen bis zu auch mal 10 Wochen, 11 Wochen. Und natürlich, ich habe gerade gesagt, 1,4 Millionen Haushalte kriegen jetzt 370 Euro im Durchschnitt mehr. Das wird im Januar und im Februar und auch noch im März wird das richtig knirschen. Und die Beamten und die Angestellten, die haben meinen hohen Respekt, müssen richtig knuffen. Aber das ist natürlich auch gewollt gewesen. Wir hätten ja auch sagen können, das machen wir im Sommer oder nächstes Jahr zum Januar, lassen wir das in Kraft treten. Dann könnten sich alle in Ruhe darauf vorbereiten. Wir haben gesagt, die Leute brauchen jetzt, und zwar jetzt so schnell wie möglich Geld, weil jetzt wird alles teurer. Und das, was wir uns vorgenommen haben, ist natürlich, dass wir jetzt nicht aufhören mit der Reform, sondern dass wir diesen Antrag noch einfacher machen, die Verwaltungsvorschriften einfacher machen. Wir geben auch allen Ländern und allen Kommunen, die wollen, noch Unterstützung, damit noch mehr digitalisiert wird. Und ich mache auch immer Werbung für den Wohngeldrechner. Der war früher auch sehr kompliziert, da musste man immer seine Wohngeldstufe eingeben. Kein Mensch weiß, in welcher Wohngeldstufe er wohnt. Jetzt muss man einfach nur den Wohnort eingeben, das wissen die allermeisten. Und so eine Sache, also das ist, man muss wissen, das Wohngeld war so eine richtig kleine Nische geworden. Eigentlich kannten die allermeisten Menschen Wohngeld gar nicht mehr. Und entsprechend wenig Liebe und Aufmerksamkeit haben natürlich die Verwaltung auf diese Wohngeldstellen gemacht. Und dadurch, dass wir das Wohngeld aus dieser Nische rausgeholt haben und es jetzt 2 Millionen Haushalte gibt, mit 4,5 Millionen Menschen, da passiert natürlich jetzt auch einfach bei den Beratungen was. Und ich kann einfach euch nur empfehlen, wenn Leute kommen, Hilfe brauchen, dass ihr diesen Wohngeldrechner nehmt, dann könnt ihr schon mal sehr, sehr gut abschätzen, ob das für die lohnt oder nicht. Und ich weiß, dass das gerade für viele Rentnerinnen und Rentner auch immer so eine Hürde ist, nein, ja, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung vom Staat. Und eigentlich will ich das nicht, da spare ich doch lieber oder dann gehe ich die Heizung runter. Und da kann ich auch nur sagen, das ist total falsch, sich da so zu bescheiden, weil ich kein Elternteil würde sagen, ach, ob ich nur Kindergeld will vom Staat und mich dabei gut fühle, das ist doch Quatsch.
Wenn man Kinder hat, dann muss man natürlich auch diese Unterstützung bekommen. Und wenn man wenig Rente hat, wenig verdient, dann steht einem das Wohngeld zu und dann muss man auch die Sorge haben, das zu beantragen. Also mit dieser Haltung muss man auch einfach den Leuten Mut machen. Und wenn es dann ein bisschen dauert, das Geld ist nicht verloren, der Staat lässt sich weg, das kommt.